Soll ich das machen? Ich meine, ich brauche das Geld, aber ein schönes Kochoutfit, ja, ne? Oh, was soll's? Ich mag Probleme damit haben, dass wahnsinnige Teenager auf Mordtour durch die Welt streifen. Aber das ist eine schicke Mütze. Für die Mütze können die ruhig morden. Das ist doch kein Problem. Danke. Du musst in drei verschiedenen Wettkämpfen gewinnen, um das Outfit zu erhalten. Die Jury ist niemand geringer als Chefkoch Bolton, höchstpersönlich. Das ist eine tolle Möglichkeit, eine Bewertung von einem internationalen Starkoch zu erhalten. Gib also alles. Und keine Sorge, er weiß, dass es ein Amateurwettbewerb ist, deshalb wird er nicht so hart sein wie sonst. Dankeschön, Sonja, Dankeschön. Das ist gut, nehme ich an. Die erste Herausforderung besteht darin, ein leckeres Gericht mit Äpfeln zu bereiten. Denk dran, du musst deine eigenen Zutaten mitbringen. Bist du bereit? Nein. Ich glaube, ich brauche noch etwas mehr Zeit. Also, wir haben ja keine Äpfel, von daher können wir da noch nicht teilnehmen. So ein Pech. Aber die 5 Tacken haben wir bezahlt, ne? Also die brauchen hier alle Hilfe oder was? Ach, ich kann mich. Oh, guck, warte mal, sitzen. Du scheinst beunruhigt zu sein. Ich habe in letzter Zeit nicht so gut geschlafen. Du solltest es ruhig angehen lassen. Entspann dich ein wenig. Ich mag es oft einfach nur herumzusitzen und zu spüren, wie die Zeit vergeht. Was ist dein Job? Ich bin Sänger. Ich dachte mir sowas. Wie bitte? Oh, nicht böse gemeint. Es ist nur so, dass Künstler es gerne ruhig angehen lassen und das Leben genießen. Ja klar, klar. Was arbeitest du genau? Ich bin ein Bauer und ein Koch, wie es scheint. Köche sind hier schon fast Künstler und sie sind nicht die Art von Menschen, die es leicht nehmen, und das Leben genießen. Wie schwer kann es denn sein? Du kochst etwas Leckeres, die Kunden mögen es und sie bezahlen dich für das Essen. Du bist neu hier, richtig? Ja. Die Kritikervereinigung und das Kulinarium werden dich bei lebendigem Leib fressen, wenn du das Kochen nicht ernst nimmst. Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig. Ich habe Dinge gesehen. Ja, ich habe hier auch schon einiges gesehen. Okay. Wie kommen wir jetzt hier aus der Stadt? Das ist ja Maurice, Maurice, Maurice. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist eine Katastrophe. Brauchst du Hilfe, Kumpel? Ich habe kein besonderes Fleisch mehr. Meine Familie kommt bald in die Stadt und ich habe keinen Braten für sie. Das ist eine Riesenschande. Kann dir etwas Fleisch geben? Nicht irgendwelches. Ich brauche Ratten. Na, herzlichen Glückwunsch. Ratten? Die lokalen Geschäfte sind zu hochnäsig, um die zu verkaufen. Das ist eine uralte Tradition, von der wir reden. Okay, ich verurteile dich nicht. So seltsam ist das mittlerweile gar nicht mehr. Wenn du mir 5 Ratten bringst, bezahle ich dich gut dafür. In den Docks gibt es viele. Gut, ich halte die Augen offen. Und schon haben wir die nächste Quest am... Ach, Mann. Aber wie komme ich denn jetzt? Ich komme da ja nicht raus. Er will mich ja nicht da durchlassen, ne? Müsste ja eigentlich hier durch. Wie erkenne ich jetzt einen Spion? Ach, guck mal, da steht einer mit einem Pfeil.
Da muss ich lang. Das ist aber nett. Krabben. Was war das? Gute Nacht, lieber Jason, schlaf gut. Und auch dir, lieber Friedhelm, gute Nacht. Schlaf gut. Und Dankeschön fürs Reinschauen. Slody, herzlich willkommen. Bitte sieh dich um, so viel du willst. Ich warte hier. Umsehen? Bist du nicht hier, um etwas zu kaufen? Was genau kaufen? Oh, du musst neu sein. Das ist meine alte Kammer. Ein Ort, an dem ich Leute aus der ganzen Stadt ihre unbenutzten Sachen bringen, damit sie mit der Zeit an Klasse und Wert gewinnen. Also eine Müllhalde. Das ist keine Müllhalde. Ich habe tonnenweise als Kudos verdient, indem ich an die High Society verkauft habe. Die Snobs aus der Oberstadt kommen auf der Suche nach seltenen Stücken, um ihre Häuser zu schmücken. Und sie zahlen gutes Geld dafür. Passiert das sehr oft? Naja, ein oder zweimal. Pro Woche? Nein, ein oder zweimal bisher. Ah, verstehe. Also, willst du etwas kaufen? Hast du Siegesmarken? Ich habe gehört, dass es hier einen Koch gibt, der bereit ist, sich von einer davon zu trennen. Woher weißt du das? Ich habe Jesus gefunden. Ich habe Jesus gefunden. Er hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Oh mein Gott. Oh. Es tut mir leid. Oh Mann. Aha. Ah, Jesus. Ich vertraue ihm. Also ist es wahr? Ja, du hast deinen Mann gefunden. Aber dein Mann ist kein Mann. Ich bin der Chefkoch, den du suchst. Es. Ich habe nie gesagt, dass ich nach einem Mann suche. Oh, aber du hast ihn gefragt, ob er eine Marke hat. Nun, er war die einzige Person in der Nähe und du warst in der Latrine. Das ist keine Latrine. Ich habe hier drinnen nur gewartet. Worauf hast du gewartet? Auf einen Idioten, der eine Marke braucht. Bist du so ein Idiot? Das könnte sein. Wie viel? Immer mit der Ruhe. Ich verkaufe die Marken nicht direkt. Ich verkaufe die Chance, sie zu verdienen. Ich kann das Ding nicht einfach so weggeben. Du musst mich in einem kleinen kulinarischen Duell schlagen. Wie im richtigen Leben werden wir beide ein paar Gerichte kochen. Slotty hier wird beurteilen, was er am meisten mag. Wenn du gewinnst, bekommst du die Marke. Wenn du verlierst, bekommst du sie nicht. Keine Rückerstattung. Also, du bist Profikoch. Und die Jury wird dieser Typ sein, den ich gerade getroffen habe und der auf einem Schrottplatz lebt. Scheint alles völlig legal zu sein. Nicht im Entferntesten ein Betrug. Er ist nicht mein Freund. Der Typ war mal bei der Kritikervereinigung. Er wird nicht darüber lügen, welches Gericht er mag. Er mehr mag. Du warst einmal einer dieser ausgefallenen Kritiker? Das war ich, ja. Aber sie haben mich rausgeschmissen. Sie können aber mein Urteilsvermögen vertrauen. Ich bin immer noch zertifiziert. Auch wenn ich jetzt selbstständig bin. Warum haben sie dich denn rausgeschmissen? Sie sagten, ich sei zu faul. Zu faul, um ein Kritiker zu sein? Das ist ein besonderes Talent, das du da hast. Außerdimensionales Wesen, du kannst mich auch mal, was? Ich schätze, ich habe wirklich große Wahl. Wie viel willst du? Zunächst benötigst du eine Kochlizenz. Wir reden hier von einer offiziellen Marke. Es ist schon riskant genug,
sie für Geld zu setzen. Ich werde nicht so weit gehen, an einen Illegalen zu verlieren. Wenn du noch keine haben solltest, du tagsüber den alten Platz besuchen. Wenn du eine Lizenz hast, dann mach das 100 Escudos obendrauf. Uff, ich schätze, ich komme zurück, wenn ich bereit bin, betrogen zu werden. Vergiss nicht, deine eigenen Zutaten für den Zweiergerichtekampf mitzubringen. Die Zutaten sind nicht im Preis enthalten. Ah, Kariba-Soße holen. Was? Wir sollen Kariba-Soße holen? Ich hab noch nicht mal... Ach, vergiss es einfach. Neue Quest. Ach, Mann. Krabbe. Ich hab eine Krabbe eingepackt. War das gut oder schlecht? Sollte ich mir Sorgen machen, dass ich Krabben einstecken kann? Seegras. Oh, guck mal, nicht einfach so durchlaufen, ne? Was ist hier für ein Zelt? Kleidung wechseln. Ach nee, wir wollen nicht Kleidung wechseln. Ja, nein. Oh, Krabbi, Krabbi, Krabbmann. Hallo. Es wird dunkel, ne? Wir sollten vielleicht irgendwie... Ach, wir haben ja eh nur eine Planke. Mika Zinke. Marr. Tut mir leid, ich kann keine nyanische Sprache. Okay. Haben wir hier noch was? Hier haben wir noch ein bisschen Seegras. Das stecken wir mal in. Wer weiß, wozu es gut ist, ne? Da ist auf jeden Fall noch der Pfeil. Aber haben wir nicht die Kochlizenz? Hohe Fangrate Krabbe. Und Seegras. Und ich könnte es beim... Warte mal, was? Was ist das? Apfelsamen. Ach, wir haben Apfelsamen gekriegt, ne? Die müssten wir jetzt bei uns eigentlich pflanzen. Da sind Ratten. Komm ich hier durch? Warte mal. Komm ich hier durch? Kann ich mich bücken? Kann ich mich... Nee, kann ich nicht. Oh, ich muss da schnell hin. Da sind Ratten. Ja, der Pfeil... Ach, schön, dass es hier eine Tuba-Tuba gibt. Aber ich brauche jetzt erstmal die Ratten. Hauptsache, die kloppen sich da erstmal eine Runde. Aber das gucken wir uns gleich an. Ich habe da Ratten gesehen. Ich will da runter. Wie kommt man denn da runter? Da, Ratten. Eine habe ich. Fünf brauche ich, ne? Zwei. Drei. Da ist noch einer. Bleib hier! Ich brauche dich! Komm her hier! Ja, wir können die Sprache immer noch nicht. Da ist noch eine. Oh. So. Wir haben die fünf Ratten. Rattenauflauf. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir... Wo das in der Stadt war, diese Quest abzugeben. Lecker Rattenragout. Kai. Pui Teufel. Der Baum wackelt. Seemöwenei. Na, i. Wir haben ein Seemöwenei gefunden. Na, herzlichen Glückwunsch. Wo war jetzt... Warte mal, wo war das mit den Quests? Wo konnte ich das nochmal mit den Quests sehen?
Bup. Menü. Ich würde gerne, warte mal, das habe ich hier. Nee, das war das nicht. Einstellungen. Wo sehe ich die Quests? Maus und Tastatur. Controller. Maus und Tastatur. Q für Quest. Ah, Q für Quest. Kochlizenz. In der Bucht die Soße, die Beilagen hier. Warte. Wo war denn die mit den drei, mit den Ratten? Wo war die mit den Ratten? Das war doch eine Quest, oder nicht? Okay, Kariba-Soße. Du solltest im Laufe des Tages eine Kariba-Soße holen. Soßen. Beilagen, Nebenquest. Beilagen. Ja, da ist aber nichts drin. Deswegen wunderte ich mich gerade. Mit deinen exotischen Zutaten kannst du bestimmt ein paar Spinnen. Mit ein paar Spinnenpunkten, ja. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo hier in dieser blöden Stadt, weil ich verlaufe mich ja hier ständig. Das war hier. Oh, jetzt ist da Stinks. Ah, okay. Die war doch hier irgendwo, oder nicht? Ah, die sind alle schlafen gegangen jetzt, ne? Ich glaube, ich muss mal nach Hause noch ein paar Zutaten holen. Die werden ja wohl jetzt gewachsen sein, oder? Und schlafen müsste ich vielleicht auch mal gehen. Er läuft etwas langsam. Wir haben Post. Ja, ich wollte doch nur nach dem Postkarten. Guck mal, da ist ganz viel Post drin. Herrgott. Na gut, gehen wir nach Hause. Wir haben immer noch kein Bett, aber was soll's. Vielleicht... Oh. Zumindest haben wir Zutaten zum Kochen. Kann ich da jetzt nochmal ernten? Nein, ne? Nee, nochmal ernten nicht. Okay. Na, Golem? Noch am Pennen? Etwas spät zum Herumalbern. Ich sollte mich schlafen legen. Ja, dann gehen wir halt Haier machen. Den Apfelsamen einpflanzen. Ja, das ist das. Warte mal, wir nehmen mal die 1. Den Apfelbaum, den werden wir jetzt... Oh, guck mal da! Oh mein Gott! Guck mal da! Hinten. Oh. So. Kann ich hier nicht einpflanzen. Geht nicht. Kann ich den so irgendwie pflanzen? Den kann ich so pflanzen. Warte mal. Dann werde ich den hier an der Ecke pflanzen. Oh, die Geräusche. So. Guck mal da hinten, die roten Augen. Oh. Guck mal die roten Augen. Oh. Wie schrecklich. Was habe ich denn noch? Ich habe jetzt hier alles Mögliche. Ich habe sogar eine gute Krabbe.
Naja, wir gehen jetzt schlafen. Da waren rote Augen, Grit. Spinnenaugen. Bist du der Besitzer dieses Hauses, Zest? Es scheint so. Ich bin Zeus, Chef Bosco von Kulinarium. Wir haben Berichte über nicht lizenziertes Kochen in dieser Gegend gehört. Nicht lizenziertes Kochen? Wir wurden darüber informiert, dass du kürzlich an einem Kochwettbewerb teilgenommen hast. Stimmt die Behauptung? Nun, da war diese Sache mit dem Esel, aber das war nur ein Wahnsinniger mit einer Plane. Da schien keine Lizenz erforderlich zu sein. Ganz sicher war da eine erforderlich. Wahnsinn ist genau das Problem. Dann musst du in dieser Stadt einen Heidenspaß haben. Lass es mich erklären. Normalerweise drücken wir ein Auge bei den Untergrundwettkämpfen in Ambrosia zu, solange sie nun im Untergrund bleiben. Aber bei diesem gab es laut unserer Experten eine Plane, Kostüme und eine Art Tiershow. Zu laut für ein nicht lizenziertes Ereignis. Woher weißt du das? Niemand sonst war da. Und das ist gut für dich. Wäre Publikum da gewesen, hätte ich dir eine Strafe verpassen müssen. Da du aber neu in der Stadt zu sein scheinst, wohl keine bösen Absichten hegst, lasse ich es durchgehen. Dieses Mal. Aber wenn du wirklich in dieser Stadt professionell kochen möchtest, benötigst du eine Kochlizenz. Und ich nehme an, es gibt eine Gebühr für diese Lizenz. Sie beträgt 1000 Escudos. Kein Rabatt. Auf einmal zu zahlen. Du wirst registriert und erhältst eine Basislizenz. Das ist unglaublich viel Geld. Es hat sich erwiesen, dass es eine effektive Weise ist, sicherzustellen, dass die lizenzierten Köche in Concordia es wirklich ernst nehmen, meinen. Man kann es als öffentliche Dienstleistung ansehen. Eine sehr profitable öffentliche Dienstleistung, wie es scheint. Wie ich sagte, es ist nicht verhandelbar. Wenn du nicht auf professionellem Niveau kochen möchtest, brauchst du natürlich keine. Wenn du jedoch vorhast, deinen Lebensunterhalt durchs Kochen zu verdienen, dann triff mich in der Stadt, wenn du bereit bist, zu zahlen. Und es wird mir ein Vergnügen sein, dir eine Lizenz zu erstellen. Ich überlege es mir. Gut, um zukünftige Missverständnisse zu vermeiden, gebe ich dir eine Ausgabe der Gesetze des Kulinarium. Oh klar, ich schaue es mir später an. Es war mir eine Freude. Ich hätte das gerne gelesen, aber das geht nicht. Also dafür, dass sie Angst vor dieser Villa haben, ne? Kommt das Spiel aus Portugal. Gen. Was war das? Ist da jemand? Ja, natürlich, als ob dieser jemand antworten würde. Ich sehe besser im Haus nach. Ich sollte dafür aber. Ach, da lässt er mich jetzt nicht mich umziehen. Was für ein Scheiß. Es ist niemand hier. Ich bilde mir wohl etwas ein. Zu viel Stress in letzter Zeit. Ich gehe wieder zurück ins Bett. Einen wunderschönen guten Abend, Arkon. Das hätte besser laufen können. Na gut, neuer Tag, neues Glück, neuer Morgen. Wir ziehen uns um.
unsere schöne, schicke Klamotten und so, ne? Zack. Und los geht's. Wer weiß, was hier draußen wieder passiert ist. Und ich muss mal gucken, ob ich noch mehr Gemüse ernten kann, damit ich bei verschiedensten Kochduellen... Ja, da ist natürlich noch nichts gewachsen, ne? Guck mal, da ist schon wieder so eine Seemöwe. Oh, hier gibt's Eier bestimmt. Flieg weg, ich will dein Ei. Ja. Da hinten ist noch eins. Flieg weg, ich will dein Ei.